Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge ist ja alles drunter und drüber gegangen. Entschuldigung, direkt mit dem Rülpser begonnen, sehr schön. Ich werde wahrscheinlich den letzten Part in zwei Parts aufteilen, das heißt, in der letzten Folge müsste ganz Silveron von diesem riesigen Baum hier angegriffen worden sein und weiß nicht, ob das Palma Costa war oder irgendeine andere Stadt, aber irgendeine wurde da ziemlich kräftig durchgenommen. Und ja, Mattel befand sich auch irgendwie in diesem Baum und ja, wir haben jetzt vor, die Mana-Kanone zu benutzen und dafür sollen wir jetzt erstmal die ganzen Dinger hier abschalten, weiß nicht, so Mana, ich habe keine Ahnung schon wieder. Ich guck mal in die Synopse. Ja, hier in der Menschenform soll man auf jeden Fall hin. Egal. So, ich habe mir mal ein bisschen Kratz angeguckt und zwar habe ich ihn schon mal den Verräterstatus gegeben, Titel. So, sie hat ja noch ein Dingens bekommen. Hier sagt niemals nie. Der Phönix, der steht immer wieder aus der Asche. Die Feen, die immer wieder zurückkommen. Ja, warum nicht? Immer den aktuellsten. So, haben mir jetzt aufgefallen, ich kann seine Ausrüstung nicht ändern. Und ja. Komisch. Flamberge, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, glaube ich, die gleiche Ausrüstung wie Dingens hier. Ja, ja. Glaube ich, ja, müsste eigentlich. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht diese Ausrüstung ist. Ich werde ihn auf jeden Fall steuern. Er kann eine Menge Dinger hier noch lernen. Und ja, Erfahrungsfähigkeiten gucke ich jetzt mal kurz. Ich möchte Leben plus mal gucken. Dafür brauche ich Vitalität und Ewigkeit. Perfekt. Ein Kampf und das wäre drin. So. Dann nehmen wir mal wieder ein anderes Team. Und zwar nehmen wir. Warum ist denn das so komisch jetzt? Nehmen wir Colette wieder. China ist gar nicht dabei, stimmt. Wer wollte ich denn noch jetzt? All die, die noch ihre Fähigkeiten 50 Mal benutzt haben, natürlich. Ja, Genis braucht auf jeden Fall noch ein paar. Ice Tornado brauchen wir nur noch ein paar Mal. So, als erstes gucke ich mal, ob wir irgendwo anders hingucken können. Wir sollten uns beiden. Können wir nicht. Okay, das, so viel dazu. Ich habe keine Ahnung, ob er sich jetzt uns dauerhaft anschließt oder wieder nur temporär wie damals. Aber mal gucken. Ich werde auf jeden Fall das meiste wie möglich rausholen, während er sich in unserem Team befindet. Also ja. Na genau, hier oben sind wir ja hochgeklettert damals. Da ist die Truhe, Hallöchen. Waren wir überhaupt schon mal da drin, ne? Nee, ne? Stimmt, wir waren gar nicht hier drin, ich. Denkt die ganze Zeit so, wir waren doch schon mal hier drin, aber waren wir eigentlich gar nicht, ne? Oder? Runenhelm. Zeig. Es war keiner gerade dabei. Warum machst du so Mützen auf? Ach, weil er, glaube ich, besser war. Ja, Stirnband dabei ja besser, glaube ich. Intelligenz hoch. Das könnte doch für ihn besser sein. Ja, für Kratos, aber er hat ja seine festgelegte Ausrüstung. Allein deswegen glaube ich schon, dass er sich nicht dauerhaft anschließt, aber mal gucken. So ein Speicherpunkt, ne? Hey! Los geht's. Mach ich platt, weil ich einen Angriff solchen einsetzen hier. Lightspear. Guardian-Fehler da auch. Sehr schön. Ich werde euch auch ein paar Angriffe jetzt lernen. Ah, sehen. Bams. Sieht aber, glaube ich, schon ganz schön viel ab. Boah, so lange her, dass wir mit Kratos gekämpft haben. Ey, nix da. Ein außerdem irgendwie so was, was TP-Verbrauch um 50% folgen hat. Was ich richtig geil finde. Fähigkeit halt. Super Sonic Frost. Gott des Kampfes, okay. Okay, sieht aus, als können wir den Titel direkt schon wieder wechseln.
Er tötet jeden, der sich ihm im Weg stellt. Er ist jenseits von Gut und Böse. Er ist ein Gott. Natürlich, Kratos ist Gott. So, und du hast jetzt Leben plus, ne? Da wirst du jetzt natürlich alles hier ausprobieren erstmal. Okay, was hat sich jetzt schon wieder geändert? Boah, das ist ein warmes Licht rausgekommen. Das ist das Licht des Manas. Das ist Mana? Sei vorsichtig, wenn zu viel Mana aus deinem Körper freigesetzt wird, ist er schnell ausgeschöpft. Okay. Was? Das ist der Mana-Reaktor. Können wir nicht einfach die Farm zerstören? Sei ruhig, Genis, du bist nicht im Bild. Wenn wir das tun, müssen wir zuerst die Gefangenen befreien. Wir haben keine Zeit dafür. Lass uns nur den Mana-Reaktor zerstören oder zumindest ausschalten, um Chocolate und die anderen später zu befreien. Wo werden die Gefangenen festgehalten? Ach, sollen wir uns den Team auflösen oder was? Irgendwo in diesem Bereich, glaube ich. Es ist auf dem Weg zum Mana-Reaktor. Wir können sie ja unterwegs befreien. Leute, war das. Zeit ist zu knapp. Verluste von 70% sind zu erwarten. Es ist genau wie auf Quas Farm. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen. Was sollen wir tun, Leute? Ich gehe mit zum Mana-Reaktor. Chocolate hasst mich sowieso. Okay, stell eine Gruppe zusammen, Leute. Okay, ist ja wohl offensichtlich, wer noch mit mir kommt, auf jeden Fall. Schönhand. Was? Wunderschöne Fäustlinge. Die nicht gut sind. Erschina ist die einzige, die noch. Wähle nach Gedünken. Warte mal, wo gehe ich nochmal hin? Zum Reaktor, ne? Je nach Gutdünken, Rettungsziel, wie du wünschst. Ich bin bereit für den Kampf. Okay, Kratos kommt mit mir auf jeden Fall. Ich muss ihn im Auge behalten. Dann brauche ich. Du gehst auf jeden Fall zum Reaktorteam. Weil die sind mehr oder weniger beides die gleichen, deswegen. Machen wir mal. Wer kommt noch mit mir? Schwierig. Ich brauche einen Magier. Wie wär's mit Genis? Was? Ja, selbstverständlich. Ach so, dann kommst du auch zum Reaktor-Team. Leute, neu zusammenstellen. Warte. Hoppla. Warum ist der los? Okay, du kommst zum Reaktor-Team. Ich begleite dich richtig zum Reaktor-Team, das ist selbstverständlich. Und dann wäre Regal, wenn ich jetzt Rain zum Beispiel mitnehmen will, dann wäre Regal, Zelos, Colette und Presea im Team. Weiß nicht. Jetzt da was, tun wir mal Zelos den Gefallen aus irgendeinem Grund und tun ihn in die Frauentruppe rein. Ich möchte, dass mich diese drei begleiten. Ich werde überprüfen, ob sich deine Fertigkeiten im Umgang mit dem Schwert verbessert haben. Ich zeige euch, was ein genialer Magier wirklich kann. Ich werde jede Anweisung befolgen, die du mir gibst. Lass uns zusammenbleiben, bis wir Chocolate gefunden haben. Das geht schneller. Genau. Scheint, als können wir die Einrichtung hier nutzen. Wir sollten uns gut auf den Kampf vorbereiten. Okay, ich steuer. Ach, wir sind immer noch zusammen, genau. Es ist mein Team so. Boah. Okay, jetzt kann ich mein Team schon wieder umstellen. Aber ich hoffe, die teilen sich dann wieder vernünftig auf. Wenn wir getrennt werden. Collect, ne, ja. Von da kam ich, da oder da. Out, Sack.
Das Gefühl ist schon richtig, aber naja. Oh, Jackpot. Muramasa. Sonnenchakram. Und Corleonis. Das klingt nach einem sehr gutes Set aus Waffen. Yep. Yep. Löwenerz, eine Waffe für die Mutigen. Und zack. Wow. Lass mal ausprobieren. So, ich habe Super Sonic Thrust oder so, ne? Also Super Sonic Thrust. Ich glaube, als ich Sonic Thrust eingesetzt habe, habe ich Super Sonic Thrust gegeben, deswegen. Even if anyone likes to be a lightning blade. Ja, spam einfach wieder ein paar. Ja, wie kannst du das wagen? Mit ihm werde ich auf jeden Fall angegriffen spam, weil er hat so ein Ding, was sie im Verbrauch um die Hälfte sind, habe ich schon mal gesagt, ne? So, denk mal bloß, dass ich das nicht spam werde. Aua. Level Plus, sehr schön. Ja, wir haben keine Dings bekommen. Nächste. Ja, wenn jetzt auf der anderen Seite auch ganz viele Schatzungen sind, dann bin ich glücklich. Jawohl. Himmelsschwert und Runenstab hat für ein Aufgebot von Waffen, wie wir auf einmal bekommen. Sehr schön. Das ist einfach so umsonst. Wow. So, komm mal her. Ich habe so das Gefühl, wir müssen ein bisschen mehr gegen Gegner kämpfen. Weil nachdem wir so aufs Maul bekommen haben, das gibt einen schon so ein bisschen zu denken. Komm mal so einen richtigen Standard. Ich habe jetzt auch nicht dazu, irgendwelche neuen Sachen zu kaufen. Das war natürlich sehr gut. So. Na klar. Mit Kados kriegen wir leider keine Dingens. Aber man kann es einfach suchen. Oh geil. Guardian Field Door. Kannst du es wagen? Ja. Wieder keine neue Fähigkeit. Oder? Hier. Leben plus möchte ich ungern verzichten. Ist ja auch noch was. Nö. Komm mal her. Aber ich kann schon aneinander ketten. Sehr gut. Ja, der TP ist verdammt niedrig, finde ich. Was? Wie Abwehr durchbrochen. Bam, Guardian Field. Aua. Guardian Field. Ja. Zack, zack, zack. Bams, jawohl. Neue Verbunderfahrungsfähigkeit. Sehr schön. Erfahrungsverteidigung. Okay. Was gibt es denn noch so für Dinger? Spott und was? Ach, Spott gab es nicht. Ich orientiere mich hier ein bisschen nach den anderen. Widerstand und Ewigkeit haben wir das? Nee. Na, versuchen wir mal. So. Ich bin jetzt wieder am Herumexperimentieren. Tut mir leid. Sieht so angriffsmäßig aus. Als Bier brauchen wir nur noch 8 Mal.
nur noch auf die Betonung. Einmal noch. Ja, noch mal. Nennen wir was? Jawohl. Muss also bestimmte Angriffe einsetzen, nehme ich an. So, let's be canon. Lightning, Super Sonic Cross. Ja, ne, man, darauf könnte man irgendwie achten. Einen Moment mal, Hammer Rain. Vielleicht sollte sie mal Power Hammer einsetzen. Vielleicht lernt sie jetzt was. Hey. Eigentlich schon mal grün. Likes wir kennen. Den Angriff kenne ich. War voll immer Angriff in Tales of Darius, fand ich. Oh, meine TP. So, das können wir auch wieder abstellen. War schon verdammt oft eingesetzt. Healing Circle hat sie gleich mehr als 50 Mal eingesetzt. Also genau 50 Mal. Läuft auch TP. Verbunden-Erfahrungsfähigkeit, sehr schön. Geist plus. Nächstes. War hier gerade nicht nur einer? Ja, aber was macht der Ring überhaupt? Also diese Fähigkeit. Habe ich noch nicht herausgefunden. So, hier ist auf jeden Fall alles falsch. Also gehen wir nach unten und nach links. Ach, da oben kann man erkennen, wie die fliegen. Nee, da unten war nicht ein Speicherpunkt. Am Eingang war einer. Ah, super, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Egal, da wird, ich glaube, mich hat da einer war irgendwo. So, wir sind so über Kreuz. Der geht so, der geht so, der ist schnell. Aua, Sack. Ich ist im nächsten Raum hier das Gefangenenlager. Auserwählte Chocolate, stehen bleiben, niemals. Ihr seid also die Eindringlinge. Die Wirtskörper haben einen Fluchtversuch unternommen. Als sie hörten, dass du hier bist, du bist bezahlt. Also. Ah! Will ich auf den Arm nehmen? Ah! Will ich auf den Arm nehmen? Was zum Teufel? Au! Wieso sagst du au? Die treten auf mich ein. Wie können wir uns so schnell von denen übertölpen lassen? Was soll das eigentlich? Oder war es alles nur gespielt? Du kommandierst gerne Leute herum, was? Jetzt ist es Zeit zurückzuschlagen. Was sollte diese Aktion? Likes wir kennen. Obwohl in Tales of the Abyss, wie Luke die eingesetzt hat, die Attacke, das sah einfach am besten aus. Irgendwie so eine Drehung haut die in die Luft und dann einmal noch von den Lichtkanonen nach oben. Und ich habe keine TP mehr. Ah! Oh, ich habe da so viel. Aua. Was? Ja, Healing Circle ist jetzt auch 50 Mal eingesetzt worden sein. Deswegen könnte ich das auch eigentlich abstellen, aber so blöd bin ich auch nicht. Dö, 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 dö. 50 Mal. Vielleicht, wenn sie halt nochmal einsetzt, kriegen wir Revitalisierung. Ja, wäre sehr gut. Das ist ein richtig geiler Imba-Zauber. Heilzauber nehme ich. Vielen Dank. Danke. Sind noch andere hier? Ich glaube, die Leute in den anderen Räumen haben es geschafft zu fliehen. Nun denn, wir nehmen die Gefangenen mit. Ja, viel Glück. Kommt alle mit hier entlang. Ich, wenn du nicht von mir gerettet werden willst, betrachte ich also von den Auserwählten gerettet. Beeil dich und geh. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir unsere Truppe aufgeteilt, ne? Ja. Ja, mit zwei Heiler noch in der Gruppe, das ist gut. Wiggle kann ja auch noch heilen mit einem Ding. Und ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Raum mehr durchsuchen, weil ich glaube, dass sich da irgendwo eine Schatztruhe befindet. Aber ich bin so paranoid. Ich hätte nachgeguckt. Nur damit ihr es wisst. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, da war ich in Panik.
Noch eine Tür ist er aber nicht. Da. Ich könnte jetzt zurückgehen und speichern. Mach ich jetzt auch. Aua. Ey. Ey, Sack. Riegel, kannst du mal bitte kurz heilen? Du kannst das doch, oder? Grand Healer. Stimmt, das. Ja, genau, wie von Jude. Healer. Das fällt mir jetzt erst ein. So, warte mal. Fuck. Wer du gelacht, wenn ihr eure beiden Demon Fangs nicht miteinander verbinden könnt. Ah, das hätte auch noch geklappt, ne? Das hat nicht geklappt. Was zum Teufel? Kein Dämonenchaos. So, was hatte ich denn jetzt hier? Demonic Frost. Habe ich schon. Demonic Tiger Blade. Scheiß auf. Nein, natürlich wieder auf Auto. Ja, ich mag Unisono nicht. Wurde ich gerade um 1 geheilt? Wow, das war ein krasser Angriff. Testosteron, was? Bitte was? Okay, wäre ich nicht zur Hälfte geheilt. Verdammt. Mach mal Grand Healer und so. So. Testosteron. Ein Ausbund an Männlichkeit. Niemals zuvor gab es so viel Mann am einen Ort. Was zum Teufel? Ja. Vitalität. Erfahrungsverteidigung und Leben plus was? Hat man schon, stimmt. Wir müssen uns beeilen. Müssen wir nicht. Und sagst du mir eigentlich, wie Kratz steuern? Bams. Bams. Im funkelnden Ring. So, ich würde sagen, aber. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!